Das ist nicht meine Welt. Absolut nicht. So, was machen wir jetzt mit euch Investoren? Darauf sollten wir einen trinken. Ja, machen wir das, ja. Saufen wir. Der freut sich jetzt wie Bolle, dass wir bei ihm Kanonen kaufen. Du kannst doch eigentlich weg, oder? Ist noch irgendeine Funktion? Ja. Entweder reicht es mit dem da oder. Ne, das reicht sogar mit dem da. Gut. Laufen, du und dein Kaffee, ja. Ja, ja. Ja, mach mal bitte. Spätestens am Weihnachten gibt es diesen einen speziellen Stream. Suchen wir uns irgendein entspanntes Trash-Spiel raus und dann wird der Dekanter entstaubt. Kann ich mit euch mal unter euch da drüben hinsetzen? Habt ihr damit irgendwelche moralischen Bedenken? Ja, scheint nicht so. Gut, dann wohnt ihr jetzt hier. Temporär. Spannendes Spiel, jo, was denn? Brauchen wir hier eine Uni hinter Uni, jo. Definitiv die Knüppelstation, wenn es gleich losgeht, der Mensch. Das finde ich echt klasse, dass man mehrere Dinger, das ging ja früher auch nicht, einfach so wegzieht, wo man es hinhaben will. So, den können wir ja mal temporär lassen, da finde ich jetzt nicht störend. Kriegen wir drin. Kopieren wir das jetzt, bis es passt. Entspannt, wie wir es sind, so. Zu. Weiß nicht, warum hier nicht zu war. Stand da. Ah, da standen wahrscheinlich die Gleise im Weg von beim Kopieren. Beim Stempeln. Dark Souls. Sagt mir was. Ich meine, das sagt mir was von Kronk. Oh. Oh, 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 oh. Ja, da sei der sofort keine Straße, aber da ist ja nichts mehr zu. Es ist hier nicht halb. Die haben keine Hochräder, kein Schmuck. Wie ich es erwartet hatte. Die haben keine Brillen, kein Kaffee, kein Strom, keine Glühbirne. Die haben nur noch Sekt, Zigarren und fahren Autos. Wobei, so verkehrt ist das Leben auch nicht. Sekt, Zigarren, Dampfwagen. Verbindung mit einem Dreitaschenuhr, einem Clubhaus, Bankhaus und einem Phonograph. Also Entertainment haben sie. Ingenieure sind das Fundament unseres. Gut, sie sehen halt nichts, haben keinen Kaffee ihre und sehen nochmal nichts, weil sie keine Glühbirnen mehr haben. Mindeste, was wir auf die Schokolade könnte ich jetzt persönlich auch verzichten, hinten raus. Nicht mal den Anstand, den Hut. Jetzt sieht es voll. Google ist doch mal Dark Souls. Nee, da schmeiße ich jetzt Google nicht an. Da schmeiße ich jetzt Google nicht an. Da kommt was weiß ich was bei rum. Außer ich suche jetzt explizit. Also wenn ich nur nach Dark Souls google, kommt mit Sicherheit irgendwas anderes. Da müsste ich nach Dark Souls Spiel googeln. Darauf sieht mit Sicherheit hinaus. An mir sagt das was von Kronk, das Spiel. So, und hier haben wir doch. Kann doch nur ein Doppelweg sein. Nee, Dark Souls allein geht auch. Ah.
Ich müsste vorher meine Cookies wahrscheinlich. Also. Moment. Ich mach's mal auf dem Stream-PC, dann sieht man's, ne? Doch, tatsächlich. Die erste Suche ist Dark Souls, der Wikipedia-Eintrag vom Fantasy-Computer-Rollenspiel. Genau, von dem Spiel. Der zweite von Bandai Namco, ja, die offizielle Seite dazu. Dann nochmal von denen. Sonst ein Steam-Link. Seht ihr mal, wie sauber mein Google. Mein Google-Suchverlauf ist mittlerweile. So, ihr beschwert euch, ihr habt keinen Strom, weil du da vorne noch kein Öl hast. Verstehe. Liegt daran, dass ihr da hinten hier eine Handelskammer rein. Jo, kriege mal. Da eine rein kriegen wir auch. Baue ich jetzt bewusst so, weil hier kommt noch mal ein Zaun hin. Den Bereich würde ich noch mal abtrennen von der Stadt. Heißt, irgendwo muss der Zaun eigentlich da verlaufen. Also ich baue es jetzt mal mit einem Feldweg nach. Irgendwo steht der Zaun. Hat da irgendwo in dem Bereich. Also wie gesagt, mir sagt denn selber, wie es nicht gespielt. Fantasy schnappt mein Genre normal. Ich habe das mal bei Gronkh auf seinem 24/7-Kanal gesehen. Spannende Frage, wenn er eh doch das da macht. Auch brüderlich zu teilen, nicht wahr? Moment, ich habe noch einen Stempel. Da war es das aber mit Stempeln. Palast aus. Ja, von zurecht finden, wo der Stempel stempelt. Stempelt. Ich will nämlich nur alles noch richtig in Erinnerung. Mal schauen. Gut, kann sich das jetzt einer merken, wo es hier blinkt? Weil ich will eigentlich nur den Bereich hier hinten, da wo ich jetzt mit der Maus bin, den da. Das geht's mir. Weil ich hau den Stempel nicht raus. Wobei. Ach komm, was steht, steht, gell? Dann sollte man richtig stempeln. Da nämlich. Jetzt wird's verrückt. Genau, da war nämlich die Mauer. Ha, wusste ich's doch. Da war eine Mauer. Und es geht auf. Geht auf mit dem Kraftwerk, dass wir hier hinten dicht machen. Ist immer noch schade, dass es keine machen wir mal anderweitig. Das Gleis wird hier. Wird hier eingleisig. Erkläre ich gleich warum, damit wir so bauen können. Ah ne, geht nicht auf. Geht nicht auf. Ne, die brauchen wir doch hier gar nicht. Den brauchen wir gar nicht. Den Weg. Das Kraftwerk eins nach hinten setzen wollen.
Das geht aber, wenn man die... Ah, ich wusste, dass es nicht geht. Und die handelt. Aber kann die noch? Ich hätte Dark Souls Repair to the Edition für die PS3. Ich habe noch eine PS3 im Keller stehen. Eine PS3 Slim. Was ist meine, die Slim Edition war es. Von der Vierer habe ich ja hier die Slim. Die ist noch angeschlossen. Die Dreier. Meines war. Oder war es sogar die Standard? Hätte ich dir aus den steifen Fingern pulen sollen. Hatte die Fat Edition. Das war dann die Pro, oder? Oder die Slim? Also es gibt ja immer die normale Version. Dann gibt es irgendwann die Pro, wo sie irgendwie, was weiß ich, was verbessern. Unterschied habe ich nie gesehen. Aber das ist teurer war. Und dann gibt es die Slim, wo man sieht, okay, das Gehäuse ist kleiner. Schauen Sie mal in Ihrer Speicherstadt vorbei. Sie kann das hier müssen jetzt eine PS4 Slim sein, was hier noch angeschlossen ist. Bei der Slim lassen sie ja meistens USB-Anschlüsse weg oder solche Späße. Dinge, die kein Mensch braucht. Mein Schiff hat seinen Namen und sein Aussehen von einem Hai. Einem großen Weißen namens White Lady. Lange Geschichte. Erzähle ich Ihnen ein andermal. Ja, aber trotzdem die Frage, wie wird das hier regeln? Was ist, wenn wir es denn so bauen würden? Und so und die Gleise dann trotzdem doppelt lassen. Würde optisch ja auch passen. Ich meine, hier geht's weiter, das ist klar. Hier geht auch der Weg runter. Das ist ja alles still. Warum machen wir dann die Mauer zu? Gut, schaut sich das Chaos hier hinten raus. Weil wir könnten auch... Moment. Ah, ich hab die Lösung. Rodriguez, können die Höhenruder jetzt angebracht werden? Ja. Da muss man gleich das hier wegmachen. Kommt mal jetzt nach hinten. Doch, das schaut sich weg. Nee, das schaut sich nicht weg. Also die 3 ist in Fett, Slim und Super Slim unterteilen. Okay. Dann war die Fett, ja, dann ist die PS3 Fett, das war später die PS4 Pro war. Gab es eine Slim und noch eine Super Slim? Okay. Ich muss mal in den Keller, muss mal gucken, was das genau ist. Und die 5er werde ich mir nicht holen. Das finde ich. Weiß, gab Probleme mit Rohstoffen, aber dann soll man das auch anderweitig mal. Komm ich hier Grünzeug? Ja, und die Skyper und so. Also die irgendwo über einen Bot einkaufen und es dann finde ich ein Unding. Ach so, ich sollte hier hinten mal, gell? Ups. Und immer noch friedlich, Wahnsinn. Der Wahnsinn. So, du versorgst auf die Kiste da drüben nicht, oder? Jo, hier brauchen wir kein Kraftwerk. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, Flüssigmetall. Was da passiert wieder? Ja, was Konsolen angeht, bin ich eigentlich seit Jahren schon raus. Ja,
Was war hier der Grundgedanke, zwei Wälder zu haben? Da ist nichts Seltsames an einer Person. Ah, weil hier der Palast steht. Die Grenzen dessen erweitert, was wir zu wissen genau, das war dann der Weg. Ich kann mir nicht vorstellen. Dann waren hier nochmal Pappeln zwei rein, dann das Flasch da und hier standen dann die Flügel mit dem Ding drin. Warum er es hier nicht weiter dargestellt hat? Man weiß es noch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da geht's weiter. So. More coming soon. Ja, die Ecke da hinten. Vielleicht auch kein Tor, Moment. Sondern... So, was angedeutet ist. Jo, genau, dann bleibt sie nämlich hier stehen. So. Das wäre doch eine Lösung. Was ich schon jetzt hier ein Tor draufsetzen? Sagt er, nö, ist das? Klar, weil dem Weg. Du bist auch im Weg. Oh, schaut es doch weg. Mehr hier kein Tor. Ob das sich zu verkraften hier die Ecke. Weil wir mal da nochmal ein Tor. Was grenzt das hier ab? Das grenzt ab die Mine von dem. Den Weg brauchen bezweifle ich auch schwer. Dann wird hier zugemacht und zwar auf der Höhe. Genau so. Schon ist das Lagerhaus im Weg. Das setzen wir wohin? So, dass es geht. Wir müssen hier auch bedenken. In dem Bereich würde ich gern den Riesentower bauen. Und der braucht ja die Möbelfabriken und so weiter. Und der wiederum braucht dann die Lagerhäuser. Dann die Hochkant, die PS5, soll das Flüssigmetall von der CPU ausgelaufen sein durch die Dichtung, was nicht möglich sein sollte, außer jemand hat unsauber dran rumgeschraubt. Ach du liebe Zeit. Gegenfrage, warum muss da Flüssigmetall drauf sein? Also, ich habe einen PC zusammengeschraubt bisher in meinem Leben. Ich habe nie Flüssigmetall gebraucht. Früher gab es nicht einmal dieses normale... Na, die Schmotze, die man da drauf haut. Gab's früher nicht. Das Lagerhaus aber gern hier noch mit drin. Hyperste, genau. Das gab's früher nicht. Moment, schaut sich das eventuell weg? Nee, schaut sich nicht weg. Brauchen wir dich hier überhaupt? Brauchen wir den? Da regeln wir es über. Wärmeleitpaste war es genau, Wärmeleitpaste. Da habe ich schon PCs zusammengeschraubt, da gab es das noch nicht. Beziehungsweise man hat es halt nicht. Naja. Wieso denn auch? Okay, du hast keinen Anschluss jetzt mehr. Kann ich schon was vorziehen? Was meine ich hier? Ich da dagegen. Ja, eigentlich nichts. So zu bauen.
Und der Weg weg. Wir nehmen das Lagerhaus hier wieder rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas Produktives passiert. Also können wir es auch weiter runterziehen. Gegenteil, wir könnten es auch wahrscheinlich tauschen. Jo, das können wir sogar mehr als gut tauschen. Ne, wir können sogar hier noch reinsetzen. Moment, zack. Das wandert eins nach hinten. So, Anschluss steht. Ich bin immer noch irritiert hier über den Quergang. Das da. Mach mal weg. Pfeifen wir mal hier ein Tor raus. Dann kann das Lagerhaus hier noch mithelfen bei den Möbelgeschichten. So, jetzt sind wir irgendwie ein bisschen abgedriftet, gell? Wir bauen hier mal eine Speicherstadt so. Einmal steht die Ecke da hinten und wir kümmern uns um eine Mine. Warum haben wir hier keine Items drin? Meinen wir die mal kurz rein. Der Onkel Malching. Immer noch als zweites Item der Ferras. Der gute Sapeur war man da unten. Und was ist denn? Kupfermine, wenn nicht, wäre es auch egal, weil Zement wird es hier keinen geben, das wird später geändert. Also können wir auch schon die Seifahrt reinwerfen. Wenn nicht, ist glaube ich der Bohrer oder so. Nehmen wir mal einfach mal Mine. So, zack. Weiching, Ferras, Sapeur. Ah doch, so geht's besser, wenn man es vorher eingibt, dann muss man die nicht einzeln sich rauskramen. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Das ist geschickter. Kann doch sein, dass die Straße da gebaut wird. Deswegen lassen wir das mal noch offen. Definitiv eine braune. Hier noch ein Gleis. Die ganzen Zoom-Module da jetzt nicht gesetzt, weil hier klar vorne kein Platz ist für Zoom-Module. Es wird eh nur ein Spaß, den Palast umzusetzen. Aber gut, im Zweifel geht halt die Zeitung dann nicht für einen Rundgang. Lässt sich aber verschmerzen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Export, Import. Was haben wir freigeschalten? Nichts. Jegliches. Kommen wir auch in die Kanone raus. Ja, uns raus. Dann ist die auch gleich gelevelt. Wir kriegen ein besseres Tauschverhältnis. Machen es aber so, dass wir auf der einen Seite die Kanone haben und auf der anderen Seite das Geschütz. So, Kanone hat jetzt einen Slot mehr. Geschütz eins weniger, je nach Sichtweise. Schnaps, Wurst, Brot,
Wir haben Brot, die Kleidung könnte man noch mit reinnehmen. Die Seife. Da müssen wir jetzt kaum was hin und her schieben. Da reichen 10. Das sind noch das sind Kanonen, das ist noch das Schlechte. Da geht es ja noch mehr ab. Können wir das so tröpfchenweise anlaufen lassen. Gut, ab da ist schon 1:1 mit der Kanone, aber dann geschützen wir immer noch 1:13. Kleidung sogar 1:46. Hier die Speicherstadt früher bauen sollen. Naja. So, und der kommt jetzt auch in 7 Minuten. Ah, was gab's da für die Speicherstadt? Da kommt man auch was Sinnvolles reinschmeißen. Speicherstadt. Oh Gott, ja. Beeinflusst alle Kontoren und Anlegestellen. Hafenaktivität wird erhöht. Beeinflusst Hafenaktivität. Jeweils, wenn ein passiver Handel am Kontor stattfindet, besteht die Möglichkeit, 5 Tonnen Kanonen und schwere Geschütze zu halten. Das ist der beste der Team. Dann schmeißen wir die rein. Mal hier noch. Hafenaktivität. Jo, Mama ist doch so. Einfach hier Speicherstadt eingeben. Jetzt bist du dran. Meine Hände sind fertig. Du hast mir hier ein fürchterliches. Da steht teilweise. Ach! Die Rathäuser haben wir gebaut, weil wir Attraktivität hatten durch jedes Rathaus. Irgendwas war da. Das Lagerhaus hier brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Oder? Jetzt sollte man mal wieder Dampfschiff werft. Ein bisschen was reinschmeißen. Definitiv der Rohhit, damit es billiger wird. Die Anna, damit man es verbauen kann. Und dann noch so ein anderer, der Mr. Swell. Genau, die hatte mal drin. So. Da können wir bauen ohne was. Da setzen wir später einen Logistiker rein. Jetzt weiß ich, hier muss der Wartebereich größer sein. Hier ist ja mehr los. Und das war das Café. Das hier brauchen wir. Da können wir es jetzt irgendwas bauen. Ah, hier können wir schon immer. Gut, dann bauen wir es hier hinten. Im Wartebereich. Und hier geht er bündig wieder rüber mit der Straße. Naja, fast. Passiert. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ja doch, das ist bündig, weil was ist das? Was ist jetzt dein Problem? Ah ja.
ich bin gerade auf PowerPoint-Icon in meinem Startmenü gekommen. Ging natürlich Microsoft Edge aufgrund des fehlenden Accounts. Yo. Ah ja, das ist... Das wird auch immer schlimmer. Aber das liegt daran, dass die halt... Das ist ein anderes Geschäftsmodell wie früher. Früher habe ich ein Programm gekauft, gab es eine CD, DVD, whatever, oder ein Download. Und heute wird es über Abos geregelt, in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal ein Abo abschließe und das vergiss. Dann kassieren die Monat für Monat, ob man es braucht oder nicht. Zahle ich das lieber einmalig und habe meine Ruhe. Wieder jeden Monat zur Kasse gebeten zu werden. Nee, ich arbeite mit OpenOffice oder über Google. Ne, ich hatte... Ich glaube, zu Studienzeiten noch ein MS Office gekauft. Keine Ahnung, warum das heute noch geht und warum das sich updatet. Das ist wie bei dem Virenscanner, den ich habe. Da stelle ich auch keine Frage mehr. So, und wenn wir uns hier das Ding sparen würden, den Weg, wäre es hier bündig. Also den zwischen den Feuerwehren. Kurze Frage, was passiert hier hinten? Eigentlich nichts. Man kommt hier seitlich rein. Benutzt dann den Aufzug. Jo, hier die Straße kann weg. Schön, dich zu sehen, Onkel. Das kann weg. Also ihr habt seit zig Jahren den gleichen Virenscanner. Zahlt seit zig Jahren den gleichen Preis und irgendwie wird es jedes Jahr noch mehr PCs sich registrieren könnte. Und das habe ich aber auch erst neulich gemerkt, als ich mit einem Kumpel darüber hatte, über ein VPN. Ich wusste gar nicht, dass da auch noch ein VPN-Client dabei ist bei dem Virenscanner. Na gut. Auch ursprünglich, ich brauche mal Lizenzen für 3 PCs, wurde irgendeine Ultimate, was weiß ich was, Version mit für 20. Völlig krank. Auch kein Mensch. Oh, jetzt kommt doch hier Struktur langsam rein. Und das wäre auch bündig mit. Mit dem Weg wollte ich es bündig haben, genau mit dem hier. Können sie nämlich hier rein und raus, wie sie wollen, und kommen direkt in den Wartebereich. Ich habe keinen installiert, der Windows Defender ist sehr. Nee, das war mal vor. Lass es 10 Jahre her sein, wo ich das erste Mal mir einen Norton geholt habe. Ist länger her. Dann wurde es zu irgendeinem Norton, was weiß ich was. Dann wurde es in das umgewandelt, in jenes. Aber wie gesagt, jedes Jahr der gleiche Preis und das. Also ob das Treuerabatt ist oder was sie da wollen. Ich meine, da kann ich verstehen, dass man jährlich bezahlt. Aber bei ihrer Software, wo sich jetzt nicht so viel verändert wie jetzt Office, das jährlich im Abo zu machen, da habe ich kaum Verständnis. Das hier hinten sieht noch komisch aus. Warum sieht das so komisch aus? Und kriegen wir die jetzt eins, ja, kriegen wir zurück. Auch der zurück. Lügen wir uns mal so langsam von hier hinten nach vorne. Und hier natürlich die Straße rein.
Ja, baut sie nicht. Ja, echt aufpassen. Ich hab noch Riot. Mein Gott. Nee, ich hab zwei jetzt. Krafttransfer unterbrochen. Nun gut. Ey, ohne Witz, ein Klassiker. Das ist nun mal der Preis für Schmuggelware. Hier steht Nada. Weiß, warum ich die Feuerwehr da sitzen habe. Irgendwann knallt's nicht mehr. Ja, das ist irgendwie, ganz ehrlich, ein Pendler-Kai, ja, aber... Nee, habe ich kaum Verständnis. Gut, bei mir hat auch schon eine Saline mal gebrannt in Mbesa. Kann man sich nicht ausdenken. So, was machen wir jetzt da? Hier bauen wir natürlich auch noch ein Tor rein. Eigentlich waren wir da hinten stehen geblieben. Da wollte man das Feld aufrollen. Das können wir wohl so lassen. Also auch die Frage, ob wir den... Ja, dann können wir ihn ja auch rübersetzen. So. Hm. Schreibt das zwingend in den Game Channel rein. Schreib's zwingend rein, weil ich komme am Montag wohl nicht dazu, das VOD anzugucken. Weil ich könnte es eigentlich angucken. Hier machen wir jetzt zu. Hier machen wir zu. Das ist so eine räumliche Trennung. Hafenbereich, dann kommt die hier rein. Hier ist Platz. Oh ne, also heute ist massiv am Drang. Dann geht es hier hinten in die Ecke rein. Da können sie sich dann einen reinleppern. Dann werden wir mal gucken, was da noch geht an Bereich bei dem DLC. Ah ja, Season, gell? Reichte Lüfte. Why are you here? Ups, jetzt ist dunkel und das Licht ist aus. Kurz ist an. Moment, ich blende manuell ein. Hier, jetzt ist er an. Wenn die DB mal wieder Verspätung hat, kann man sich da zu laufen lassen. Ja, genau, ja. Lufthafenbogen, was soll das darstellen, ne? Ich brauche erstmal eine Freifläche, um das alles noch zu kopieren. Das Kaffee haben wir schon entdeckt. Das steht da. Kaffeetische haben wir logischerweise hier auch drin. Oh, dann gehört hier eigentlich Zug gemacht, gell? Dann gehört hier auch Zug gemacht. Nö, die können ja auch hier reinkommen. Die können sowohl hier als auch da reinkommen. Abfluguhr. Hm, brauchen wir eine Uhr. Und dann hätte ich hier noch ein leichtes Verständnis dafür. Bei hier hinten im Wartebereich, jo, warum nicht? Warum nicht? Fahnenmarsch, nein, ich bin kein Freund von diesem. Nein. Sitzgruppe, das ist, wenn es regnet auch schlecht, da haben wir die Überdachten schon entdeckt. Genau hier, die überdachten Sitzplätze. Ah, was wir da auch reinbauen könnten, wäre,
Was? Lufthafenschild. Brauche mein Schild, das hier Airport steht? Ne, das weiß jeder. Das ist bekannt. Arrival, ne, und da auch nochmal so eine komische. Ja, das ist Twitch. Twitch-Belohnung. Da fehlt noch das Freudenhaus, dem den Bahnhof für die Geschäftsleute unterwegs waren. Ah ja, ja, ja. Du meinst, St. Pauli fehlt hier. St. Pauli könnte man hier vorne bauen. Es gibt hier, wo war es, in Kosmetik? Altstadt. Altstadt. Torhaus, Märchenturm. Ich setze mal dahin als Gedächtnisstütze. Anna bin ich kein Freund. Historischer Brunnen, jo. Statue einer Frau. Da müsst ihr euch mal informieren über eine Statue in Konstanz. Zusammenhang mit dem Vatikanischen Konzil. Deswegen ist die nicht so verkehrt und deine Idee nicht so abwegig, warum hier eine Statue einer Frau steht. Aber googelt's mal selber nach. Ich meine die Hischera mit Namen. Vornamen komme ich jetzt gerade noch drauf. Also haben wir jetzt doch nicht so die Auswahl. Weil das reicht ja auch. Gut, hier ist jetzt mal noch Uhren. Auch mehr Uhren. Das ist nun mal der Preis für Schmuggelware. So, ja, zahl mal gern. Wir kriegen ja anständiges Zeug hier. 14 Minuten, der scheint wohl da gewesen zu sein. Jetzt haben wir mehr freigeschalten, aber wir haben nicht mehr Routen. Wir haben auch schon viel zu viele Anlegestellen. Reparaturkram braucht kein Mensch. Hafenmeister, 8 Stück, Verladekeil. Ja, wir sind immer noch über dem, was wir eigentlich bauen dürften. Kann man das Spiel auch umgehen, beziehungsweise die Mechanik, den man stempelt im Spielstand, wo man mehr hat. Heißt im Umkehrschluss. Wir reißen es nochmal ab und spekulieren drauf. Wir reißen es dann ab, wenn hier alles vollgelaufen ist. Weil wir brauchen nur, okay, wir brauchen Fenster, wir brauchen noch eine Weile. Dann würde ich es nochmal abreißen, den Stempel nochmal anlegen, dann müsste eigentlich alles instant stehen. Weil ob man das so lassen sei, dann auch mal dahingestellt. Wie hieß denn die? Ich komme nicht auf den Namen, das gibt's doch nicht. Na, ich komme da drauf. Aber allein die Geschichte zeugt viel über die Moralvorstellung damals der katholischen Kirche. Marie? Irgendwas mit M. Scherer. Komm noch drauf. Komm noch drauf.
Ah, du wohnst schon im Gymnasium, okay. Das sind abends immer so verdammt nervige Sittklässler. Es wurde auch Zeit. Wie sich die Kanten. Boah, das habe ich nie verstanden, wie man sich auf dem Schulgebäude am Wochenende. Da ist auch irgendwie was schiefgelaufen. So, die Straße kann weg. Wir haben ja. Ja, wir reiten. Dahin reicht es eigentlich. Dann hat sie einen Straßenanschluss. Den Grund, dass es hier hinten hübsch aussieht. So, und jetzt können wir im Nachgang nochmal die Straße ziehen, wie es uns passt. Bis dahin passt es uns so. Bis dahin passt. Sehen wir hier hinten noch ein bisschen mehr. Und da kriegen wir noch die Action weitergezogen. Bis hier vor, Träumchen. So, dann ist doch das hier. Aber eingetütet. Hier bauen wir unsere Luftschiffe. Hier langfristig die Great Eastern. Noch drüber reden, braucht man eine Abgrenzung noch zwischen Luftschiff, Hafen und Hafen? Also auch räumlich. Und ich packe nochmal einen Stempel aus. Besucherhafen. Ansetzen. Ja, der baut nur irgendwelche Straßen. Bushaltestelle hat er wieder gebaut. Wir reißen den später nochmal ab. Haltestelle können wir eigentlich lassen. Kriegt aber einen Namen. Ich nenne mal Speicherstadt. Speicherstadt. Hier heißt Pendlerkai. Nee. Touristenhafen. Da kommt der Struktur rein. Die Ecke hier hinten wäre fertig. Irgendwann werden wir die Modulobergrenze haben. Wenn man nur irgendwo anderweitig temporär eine Speicherstadt bauen. Wäre jetzt schon Verladebonus mit 550%. Nee, Konstanz, nicht St. Pauli, Konstanz. Konstanz? Und Vatikanisches Konzil. Und ich meine, die hieß Scherer. Marie Scherer. So, jetzt hat er hier hinten wieder die Straße so anderweitig gezwirbelt, gell? Unterzogen.
Da setzen wir noch irgendwas anderes mal später hin. Das ist schon ganz lustig. Schön, dich zu sehen, Onkel. Bündig. Ja, oben erlaubt das uns nicht mehr. Ja, auch nicht, okay. Nein, gut, wir könnten noch. Aha, er erlaubt uns auch hier noch zu bauen. Gut. Gibt's hier nochmal einen Eingang? Aber so einen. Kann man das hier vorne fortsetzen? Jo, kann man. Trinken. Haben wir hier auch eine räumliche Trennung. Müssen wir uns aber das hier sparen, genau, und dann passt es bitte. Nochmal schauen. Ne. Den zwei Feldern mache ich dann Aufwand nicht. Und sieht es auch nicht hübsch aus. Was wir nicht bauen können, wären mal die Depot. So. Lagerhaus, und was kommen wir denn jetzt? 5500 müssen. Noch lange nicht fertig. Ah, dir fehlt eine Eisenbahnanbindung, okay. Das kriegt man hin. So. Jetzt die Ashen Hotels schon gesetzt. Oh ja. Von einem Ort zum anderen zu laufen. Nicht schlimm. Das hier würde ich fast so lassen. Lagerhaus ebenso. Jetzt habe ich einen Wikipedia-Eintrag von der Statue namens Imperia Statue gefunden. Nee, nee. Such mal nach Konstanz. Aufstand einer gewissen eines Berufes im den man auch auf St. Pauli findet. Das in Verbindung mit dem Moment, ich such's selber mal. Wie finde ich das jetzt? Von Ziel zu Konstanz, genau, 1414 bis 1418. Da gibt es auch einen Film mit... Vielleicht hilft das noch. Verfilmung.
Marie Scherer, genau. Leipzig mit Ä. Alexandra Neldel hat war die Darstellerin in dem Film. Jetzt sollte man es, glaube ich, gefunden haben, so langsam. Zum Mandalen auch nochmal im Wartebereich. Jo. Mehr Wartebereich, mehr Spaß. Dass man da rüber kommt. Ich nehme mal den Weg hier mit. Da in der Mitte machen wir zu. Genau, der sitzt da mittig. Oh, was ist hier passiert? Verkopiert. Haben wir es doch hier so langsam mal. Da könnten wir jetzt noch eine Uhr reinsetzen mittig. Dann sage ich der Bereich hier durch. Durch den Stempler da hinten auf Straßen reingehauen. War nicht beabsichtigt. Wenn wir den Bild weglassen. Die Linie so kurz anbinden. Mehr noch Dreckhaufen wahrscheinlich setzen. Hm. Rettungsboten 1 von 4 allerdings. Also bauen wir noch eins weiter. Ah, darauf wollen sie sich jetzt also spezialisieren. Ja, das alles eins rübersetzen. Das ist auch kündig mit hier. So. Genau, dann kann man die Geschichte hier drüben auch nehmen. Passt nämlich hin. Oh, der Weg gehört ins Ufer. Jetzt hochgebaut und dann den weg und